Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Photoshop-Tutorial von M-Pictures. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr euch solche Seifenblasen hier erstellen könnt und diese anschließend dann als ein Brush abspeichern könnt. Fangen wir mit einer neuen Projektdatei an und klicken hier File und New und setzen hier unsere Höhe und Breite auf ungefähr 600 Pixel. So, dann färben wir als erstes unsere Hintergrundebene auf Schwarz und erstellen uns eine neue Datei. Die Hintergrundebene nennen wir BG. Die neu erstellte Ebene nennen wir Blur Stroke. So. Und erstellen wir uns jetzt einmal eine Selektion, also einen Kreis. Und zwar wählen wir hier statt Rechteck Ellipse aus und ziehen mit der gedrückten Shift-Taste, nicht Kaste, Taste einen proportionalen Kreis. Ungefähr so. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir jetzt halt diesen Stroke erstellen. Das geht so, und zwar klickt auf Edit. Und dann Stroke. Und sagt hier Breite auf 10 Pixel und die Farbe, die ist bei mir schon eingestellt, wählen wir 3x A1. Also A1, A1, A1. Klicken auf OK und wichtig ist, dass die Location auf Center gestellt ist. So, klicken auf OK. Und jetzt ist es wichtig, dass wir unsere Selektion hier einmal abspeichern. Es geht folgendermaßen: auf Select klicken und dann Save Selection. Diese nennen wir einfach mal Stroke und lösen die Selektion dann mit Command D auf. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Blur-Filter auf die Ebene setzen. Filter Blur, Gaussian Blur und den setzen wir jetzt so, ja, so auf 18 ungefähr. Zwischen 18 und 19 ist ein guter Wert. Dann erstellen wir uns wieder eine neue Ebene, nennen diese einfach nur Stroke. Dann gehen wir auf Select, Load Selection, klicken hier auf Channel und sagen Stroke. Okay. Wieder auf Edit, Stroke. Diesmal geben wir hier nur 2 Pixel ein und eine etwas hellere Farbe. Hier können wir auch den Code 6x C benutzen, das ist okay. Klicken auf OK. Command D. Genau, jetzt haben wir erstmal einen Kreis. Jetzt wählen wir unsere Blue Stroke Ebene aus. Drücken Command T, damit wir das transformieren können. Dann halten wir die Shift-Taste und die Alt-Taste gedrückt. Damit können wir also die Ebene jetzt quasi nach innen pressen. Das ist auch noch proportional. Und ja, schieben die Ebene so hin, dass man den blauen Rand von der Ebene nicht mehr außen sieht, sondern innen von der Stroke-Ebene. Einen Stroke können wir auch runtersetzen auf paar Prozent, ja, so 10% ungefähr. 10% ist okay. So, ein bisschen ranscrollen. Dann erstellen wir uns wieder eine neue Ebene. Diese nennen wir dann Low Light, also schwaches Licht.
Und drücken die Taste B. Oha, da wird der Brush ein bisschen zu hoch eingestellt. Machen die Hardness komplett auf 0 und stellen den Size auf 116 Pixel ungefähr. Ja, 116 Pixel und zeichnen jetzt hier ungefähr ein Punkt und da unten noch ein Punkt. So, dann ist es wichtig, dass also das jetzt dass dieses Lowlight einmal so ja leicht verzerrt ist, damit es auch aussieht, ob wir es auf einer Kugel liegen. Deswegen gehen wir jetzt hier auf Filter, Distort und dann auf Pinch. So, ein bisschen rausscrollen. Und jetzt setzen wir den Filter nach außen. So ungefähr minus 50. Minus 50 ist gut, aber ich habe einen wichtigen Aspekt gerade vergessen. Und zwar, wir müssen nochmal die Auswahl herholen, also S Load Selection, nochmal Stroke. So, weil damit sich diese Kugeln jetzt nur in diesem Bereich verzerren, dann wird man das auch gleich sehen, dass das ein etwas bisschen anders aussieht. Und dann wieder halt auf Distort und Pinch. So, und jetzt minus 50. Ja. Dann kann man die Auswahl auflösen. Jetzt sieht man, dass es halt gleich ist. Und der linke bzw. der untere Punkt gerade viel zu weit nach außen gegangen ist. So, das haben wir jetzt fertig. Dann erstellen wir wieder eine neue Ebene. Und dieses Mal nennen wir es Hard Light. Hartes Licht. Wieder die Taste B für unseren Brush. Diesmal setzen wir die Hardness auf volle Kante und ja, die Größe von dem Brush stellen wir etwas kleiner ein, so auf 23 Pixel. Ups. 23 Pixel, scrollen ein bisschen ran und zeichnen hier jetzt einfach mal so, da wo der weiße Bereich ist, so ein ja, leichte halbrunde Striche. So, dann gehen wir nochmal auf Filter, Blur und Gaussian Blur und geben dem Ganzen einen ganz leichten Blur-Effekt, nicht zu doll. Es ist so auf Radius ungefähr auf 1. Ja, Radius auf 1. Gucken, Blur, Gaussian Blur, ob man das doch mit ein bisschen mehr macht. Ja, okay, auf 2. Also so auf 2 ist ein guter Wert. Ja, Gaussian Blur ungefähr auf 2 setzen. So, ja, dann damit ist unsere Seifenblase auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir es nur noch als ein Brush abspeichern. Dann blenden wir erstmal unsere Hintergrundebene aus und machen Folgendes. Und zwar, wir gehen hier auf die oberste Ebene, gehen hier diesmal auf rechteckige Selektion erstellen. Style lassen wir auf normal und ziehen uns jetzt um die Bubble. So einen kleinen Kreis. Ach so ungefähr. Wenn wir mal so ein bisschen mittig machen. So ist schon mal gut. Und dann gehen wir hier auf Edit und sagen Copy Merged. Also wir wollen jetzt halt eine Kopie von den ganzen Ebenen einmal erstellen. Auswahl aufheben und Command V dann klicken. Weil wir jetzt alle Ebenen ausblenden, dann haben wir hier unsere Seifenblase. So, bevor wir es als ein Brush abspeichern, müssen wir die Ebene einmal inventieren.
Denn sonst, wenn wir es später mit dem Brush halt irgendwo hinzeichnen, dann ja, dann sieht man die Blase nämlich nicht. Deswegen Command I drücken. Jetzt ist das dunkel. Das können wir so Look nennen oder Seifenblase. Und dann gehen wir hier auf Edit und Define Brush Preset. Klicken auf OK. Nennen das Soap Bloop. Klicken auf OK. Wenn wir jetzt eine neue Ebene erstellen, dann und die Taste B drücken, rechte Maustaste, dann haben wir hier unsere Brushes und dann das ist der hier, den wir erstellt haben. Ja. Genau. Mit Enter bestätigen und natürlich müssen wir jetzt hier eine schwarze Farbe wählen. Ach, schwarze Farbe, weiße Farbe meine ich. Und können unsere Seifenblasen hier jetzt überall hinposten. Ja. Weiße Seifenblasen auf dem weißen Hintergrund bringt nichts, ist klar. Deswegen werden wir jetzt mal den Hintergrund wieder schwarz färben und unsere Blasen hier hinpacken. Man kann natürlich jetzt hier auf das Icon gehen und den Brush natürlich noch ein bisschen konfigurieren, wenn man jetzt hier zum Beispiel hier Scattering einstellt und da sieht man schon, dass die Bubbles relativ durch die Gegend fliegen. Das reicht eigentlich schon fast. Und wenn man dann jetzt hier so einfach mit der Maustaste durch die Gegend zieht, dann erstellt man schon diese ganze Seifenblasen. Ja, das war's mit dem Tutorial. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Seifenblasen erstellen und vielleicht damit auch mal einen Hintergrund machen unter Wasser oder was auch immer. Sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.